So, damit ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Resident Evil 7. Ja. Ja, immer noch nicht die Albert-Waffe, das heißt, ich bin ohne Bewaffnung. Aber. Meine Güte. Das wird uns nicht aufhalten. Ja, bitte. Zoe, right? And what the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Ja, normalerweise hätte ich jetzt ja schon eine Waffe, diese... Hell of a girl. Ja, wie gesagt, in der letzten Folge diese... Elbert. So, ich werde es jetzt mal anders machen mit dem Hochladen, da ja momentan YouTube so langsam ist. Es ist erstens das Problem, dass ein Video von Anfang an nicht in 4K verfügbar ist. Oder das heißt, wenn ein Video gerade hochgeladen ist, ist es erst für vielleicht sogar eine Stunde oder so erst in 360p verfügbar. Mir ist aufgefallen, dass mein Video, was ich hochgeladen habe, jetzt nur 48 FPS hat. Ich bearbeite das Video ja nochmal mit einem Bearbeitungsprogramm. Und ich habe aus Versehen vergessen, einzustellen, dass er das nicht, die FPS nicht bearbeiten soll. Er hat die aus Versehen bearbeitet auf 48, weil er bearbeitet die automatisch auf 48. Ich sag dann immer nicht bearbeiten, weil dann bleibt das bei 60. Da habe ich dann auch 48 gemacht. Naja, nicht so schlimm. Hier werde ich diesmal das machen. Der weigert sich manchmal, ne? Ah, ja. Ah. Open up! Hey, ja. Over here! Ich komme ja schon. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said... We've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. Genau. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. What am I gonna do with a knife? Naja, besser wie nichts, ey. Ist doch schon mal was. 5-mal Pistolenmoni. Garage. Ja, ach, ey. Der bin ich aufgefallen. So. Roter Knopf. Mein Auto. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait. Yeah. Oh. Okay. Er wird dir nichts mehr erzählen. Oh, ich nehme mal die Glock. Ist besser, wenn ich sie habe anstatt der alte Opa. Ans Auto. I'm gonna kill everybody. Mein Auto. Den kannst du ja gar nicht mehr. Oh nein. Ah, shit. Das Tor,
then... Ach du meine. Let's finish this, you and I. Oh yeah, I'm gonna take you for a ride. No, 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 no! Aua. Aua. Die Munition nehme ich später mit. Da kommt nämlich einer. Ich sehe nix. Oh boy! Now look what you done, motherfucker! What the? Der fällt erstmal auf mich drauf. Geh bloß weg von mir. Mein Auto. Oh. Ich habe die Laservisierfarbe nicht umgestellt. Moment. So. Jetzt ist er blau. Achso, ich habe den Spielkatz gerade so auf normal gestellt übrigens. Ja, fuck! Do I have your attention, boy? You're about to see some wonderful. Oh, fuck! Er schießt dich. Aber ich finde eine Sache halt irgendwie komisch. Einmal die Tatsache, dass ich keine Kugel verloren habe. Naja, irgendwie. Kann er zaubern oder? Naja, besser für mich, ne? Und besser für jeden. Hallo? Nach unten wollen wir nicht, wir wollen nach oben, so. Mal aufmachen. Nicht, dass die Aufnahme zu lang wird, da mein Aufnahmeprogramm sehr schön große Aufnahmen macht. So 12 GB. Und die brauchen dann natürlich im Moment, bis sie bei YouTube durch sind. Im Hintergrund lade ich gerade von Epic Games GTA herunter. Ja, ich weiß, es ist etwas spät, das hatte ich schon die ganze Zeit in der Bibliothek, aber Epic Games war ja immer so überlastet. Boah, ich konnte es einfach nicht. Ich konnte es in die Bibliothek setzen, aber runterladen war ein Fehler. Da wurde mir gesagt, dass sie mir die Verbindung gekappt haben, weil Epic Games überlastet ist. Hat Epic Games dann halt gesagt, nee, ich kann nicht, weil, naja, haben sie mir es gekappt. Jetzt mittlerweile kann man tatsächlich wieder GTA runterladen. Deswegen mache ich das im Hintergrund jetzt. Da werde ich meinen Social Club Account von meiner PlayStation nutzen, ja. Und weil da spiele ich ja GTA Online. Warum? Weil keiner von meinen Kumpels einen PC richtig hat. Und deswegen, wenn ich mit den GTA Online spielen will, muss ich halt eine PlayStation nutzen. Und ich bin da jetzt hier Level 100, glaube ich, 44. Ich bin am Social Club angemeldet, melde ich mich mit dem Account an und kann dann über den Account auch übertragen und kann auch auf dem PC damit mit meinem Account spielen. Ich muss nur noch mal gucken, was mein Passwort war. So, Kraut. Dann weg. Schieß auf mich. Mhm. Schießpulver. Einzige Münze. Und ich hatte schon so viele Dinge freigeschaltet in dem Game und jetzt ist alles weg. Das ärgert mich gerade. Nicht mehr erstmal Munition, weil bei der Waffe, die verbraucht Munition, das ist nicht normal. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Die ist echt nicht sparsam. Warte, Moment. Ja, bitte. Ich bin ja nachgekommen. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Mhm. Ist das schön. Alles schon da, dass wir mitnehmen. Was ist das? Okay, einfach nur.
lesen. Ja, ja. Ich fand die andere Pistole so geil, weil wenn man dem alten Opa zweimal den Kopf geschossen hat, war der tot. Das würde jetzt nicht mehr passieren. Ich werde jetzt nicht mehr auf mal den Opa schießen, wenn er mich angreift. Warum? Munitionsverschwendung. Da der mit dieser Pistole eigentlich fast nicht tot zu kriegen ist. Selbst mit Headshots und... Nachher habe ich keine Munition mehr. Nee, das lasse ich. Also ich soll mal noch wegrennen. Es macht ja nicht auch keinen Sinn, ihn zu töten, da ich kann schon mal sagen, er wird immer wieder kommen. Leider. Ist das nervig an diesem Opa. Ich glaube nicht, dass ich das... Das ist mein Nachladeruckler. Ah ja. So, das hier, der kommt jetzt hier hin. Ich wollte gerade sagen, dass die Tür auf einmal geöffnet hat. Guten Tag. Hilfe. Kassetten, toll. Ups. Schießpulver. Handelkopf. Ich werde erstmal anhalten, dann könnt ihr das Video pausieren, deswegen will ich das ja fest. Nix. Item. Was ist das? Ach, es ist. Ach, die schon wieder. Flüssigchemikalie. Prominente Kombier. Ja, ich mache aber erstmal Heil-Items, habe ich genug, würde ich mal sagen. 5 Stück. Deswegen Munition. Habe ich jetzt auch ein Heil-Item? Nee, ich habe nur Munition. Hä? Ja. Achso. Hä? Ist klar. Munition im Bad. Naja, hat ja auch jeder. Hat ihr zufällig Munition im Bad? Ich will gar nicht wissen, wer hier baden gegangen ist. Also, der muss aber Pilz gehabt haben. Holzstatue, ja. Schön. Leckeres Gehirn. Come on. My little girl has given us a gift. And this gift is with me always. Problem ist, was soll ich gleich machen? Ich kann nicht schießen, ne? Oder? Doch! Es waren nicht 2 Schüsse, aber es ging doch. Okay. Geht doch mit der Pistole. Ich bin weg. Okay. Zwar nicht mit 2 Schüssen, aber ich bin beruhigt. Es geht. Man kann ihn doch mit der Pistole ganz gut umbringen. Okay. Gut zu wissen. So. Ich werde Statue jetzt hier reinkloppen. Ich spiele auch mit Maus und Tastatur. Manche wissen ja auch, dass ich mit Maustastatur besser klarkomme wie mit Controller, also... Ja, weil ich schon seit, ich glaube, ich klein bin, einen PC hatte und keine Playstation. Mittlerweile kann ich auch Playstation sehr gut umgehen, aber... Ich weiß nicht, wie lange ich schon PC habe. Ich glaube, seit ich 2 bin oder so, vielleicht sogar noch, also... Ich... Ne? So. Munition, das gefällt mir. Munition. Zu Tony kommt nicht. Jetzt los. Machen wir uns diesmal. Okay, ein Heil-Item. Weil gerade keine. Ja, wir kriegen hier eh Munition gerade zugeschissen. Noch ein Kraut. Kann ich nicht so weit wieder heilen? Ja, das ist gut. Ach, halt, da war ich doch gerade dran. Oh. Eine leere Lasagne-Box oder so. Das können wir gleich mal nutzen.
Oh, Schrotflintenmunition ist hier. Ich war vergessen, so. So, ist hier noch was? Nein, okay. Ich höre gerade irgendwas im Wasser. Das heißt, ja, wird es in jedem Moment hier alles zusammenbricht, ne? Das ist irgendwie... Ohne Kinder. Mia! Oh nein. Ja, wie viele Headshots hält es bitte aus? Alter Schwede. Das sage ich ja, die Standardpistole. Oh, Digga, zwei Headshots und er wäre eigentlich tot gewesen. Und ich muss hier mit dieser scheiß Schnüffelpistole rumhantieren, Junge. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Oh. So, stimmt, da komme ich ja momentan nicht ran. Das kann auch weg, brauche ich nicht. Da habe ich nichts für. Ja, das hier kann auf jeden Fall weg. Die Munition und Heil-Items, ja, die sollte ich behalten. Gut, was haben wir hier? Liebe Kurt, ne. Also kann ich ja nur hier, konnte ich das mal durchlesen. Das kann ich auch nochmal durchlesen. Also, einmal pausieren dann, ne? Ist hier. Gut, ich würde das sagen, dann speichere ich hier und beende die Folge hier auch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch und wenn nicht, dann, wenn nicht, dann ciao.